So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Hacknet. Ich bin der Zubarock und ja, wir haben einen neuen Auftrag. Da oben ist er nämlich da. Finde erstelle ein Entschlüsselungstool. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich klicke das mal an. Zack. Ein neues Unternehmen ist mit einer Verschlüsselungssoftware aus dem Boden geschossen und hat mit dieser eine Menge Source Code verschlüsselt. Source Code. Die uns früher frei zugänglich waren. Ach, wie blöde. Der Algorithmus ist nicht der komplizierteste, denn wir, den wir je gesehen, ist nicht der komplizierteste, den wir je gesehen haben. Existiert bloß noch kein Solver dazu. Wie du damit umgehst, ist dir überlassen. Solange du eine unserer Dateien entschlüsselst. Was? Na gut, versuchen wir es mal. Wir haben ja unheimlich viel Ahnung davon. Wir haben ja mördermäßig viel Ahnung davon. Wir gehen da mal rein. Zack. So. Panzerknacker. Oh Gott. DEC Solution ist kurz. Hat kürzlich sein neues DEC Encryption Suite vorgestellt. Im Grunde ein Tool zur Datenverschlüsselung. Wir haben eine damit verschlüsselte Datei, die wir uns ansehen wollen. Ich habe hier eine Kopie auf dem Crossroads-Server, einen ungesicherten Server für den Datenaustausch zwischen CSEC-Mitgliedern, hochgeladen. Schau nach encryptsourcedig.dig. Ist übrigens eine die Dateiendung, die die Encyclopedia Suite erzeugt. Encryption Suite erzeugt. Ach so, DEC, also. Vielleicht willst du dir zunächst DEC Solution selbst ansehen. DEC Website scheint nicht besonders hilfreich, aber vielleicht findest du ja noch etwas. Wenn du drin bist, such am besten im Werk nach anderen Rechnern. Im Netzwerk nach anderen Rechnern. Aha. Wenn du diese Datei entschlüsselt hast, lad sie bitte auf dem DSSC Drop Server hoch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Crossroad Server. Ach, der hockt da auch. Okay. DRC Public Drop Server. Der ist auch da. Gewesen das hier. Die sitzen alle ein bisschen dicht zusammen. Also ich dachte schon, dass hier alles durcheinander ist. Ist jetzt schon. Also ich finde das schon schlimm. Solution Web Server. Wo ist denn der? Da ist der. Missionsübersicht. Bab. Ach so, okay. Warte mal, nehmen wir das hier oben mal raus. Sub. Wir wollen ja unseren RAM nicht überlassen hier oben. Finde einen Weg, die EC-Daten zu entschlüsseln. Entschlüssele die Dateien auf dem Crossroad-Server. Okay. Na gut. DSC Solution. Gehen wir da mal rein. Seiten sich verlassen. Aha. Na gut, ich meine, das bringt uns jetzt hier nichts weiter. Nichts weiter. Benutzername 8 kann abbrechen, können wir nicht sehen. Das wäre nur das. Okay, also wir müssen mal. Kommen wir da rein? Firewall ist gefunden. Zwei Ports müssen wir aufmachen. Warte mal, wollen wir aber nicht jetzt reinbrechen? Pass mal auf, da haben wir doch bestimmt was drin. Login. Da können wir rein. So, Verzeichnis ansehen. Da ist auch ein bestimmt neues System. Nein, hier da. Sequenzer. Auch nicht. Der auch nicht. Den Logs ist klar. Aber hier wollen wir mal schauen. Da ist doch nichts Neues, ne? Nein, in der Bin ist nichts drin. Und wo ist die jetzt da? Das haben wir alle schon. Also, okay. Wir müssen uns am besten diese Datei besorgen. Wie gesagt, müssen wir auch irgendwie, ne? Dateien zum Schlüssel. Okay, auf dem Crossroad. Wo haben wir denn jetzt hier? Da. Login? Komme ich am Login rein? Komme ich nicht, leider nicht. Probe-System. Null. Zum Knacken nötig 0 Ports. Okay, dann können wir ja so rein. Port-Hack. Machen wir die Tür auf. Mal reingucken. Passwort gefunden. Okay, Verzeichnis. Verzeichnis ansehen. So, pass mal auf. Das müsste doch jetzt. Wo ist denn das Ding? Request. Da, Encoder. Oh, hallo, nein, nein, nein. Ach, Gottes Willen. Hier sind ja ganz viele davon. Encrypten, so ist DS, SCSC, Encoder, 1. Dezember. Dick, ja. Screenplay.
Anfangen sehen gleich Klavierstücke in der Grund. Wir sehen uns noch im Turmwald. Hast du nicht gesehen? Na gut. Alter, was nehmen wir denn davon? Encrypt Search. Welche Datei war denn das, die wir nehmen sollten? Da müssen wir, glaube ich, erstmal gucken, ne? Ich glaube, da müssen wir mal nachschauen, was wir da benutzen sollen. In der Log sind wir da drinne? Klar sind wir da drinne. Wir löschen mal die Log. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Log löschen. Gehen wir da mal raus. So, wir müssen hier... Da müssen wir hin, zack. So, Ansicht, Verzeichnis, Probe-System, um reingucken. So, Firewall. Analyse. Oh Gott, das war zu schnell. Na, noch einmal mehr, dann haben wir es, ne? Genau. Encrypt. So. N. Wo war das? T. Encrypt. Ziemlich einfach. So. Solve it. N. Encrypt. Nein, der war verkehrt. Dann nochmal. So war das, ne? Ach, was mache ich denn da? Ein C. So. Alles klar. Tür ist auf und anfasst, ne? Den Webworm müssen wir einmal anschmerzen hier. Pass mal auf. So. Und mit 1433. Nicht genügend Platz. Oh Gott. Speicher ist voll. So, mach die fertig. So, das Ding ist durch. Jetzt können wir den anschmeißen. Was? Ach, das verliert zusammen. Oh. Jetzt aber. Das muss doch jetzt gehen. So, Portek. Mach die Tür auf und mal reinschauen. Unlock. So, Portek. Mal sehen, welches Programm wir da brauchen. Wir hätten auch alle downloaden können, ne? Seitenansicht. Zack. Systemansicht. Web. Die Bin-Dateien, glaube ich, ne? Da ist nichts. Home, ist da irgendwas? Stuff. Memo-Dick. Ach, die Dateien müssen wir da aufmachen. Frage ist nur, wie. Index HTML. Die bringt uns auch nicht weiter. DEC Encrypt. Sweet. Hast du nicht gesehen? New Folder, da ist nichts drin, alle leer. Da sind Data dran gewesen hier. Gut, die sagt uns gar nichts. Read me text. Haha. Stuff Memo. Gut, die können wir alle nicht aufmachen. Können wir gar nichts aufmachen. Das sind alles nur verschlüsselte Geschichten. Okay, gut, die Lok machen wir einmal dicht. Lok wieder zu machen. Löschen, ne? Löschen. Dann gehen wir mal zurück und laden die ganzen Grundstücke mal runter. Dann wollen wir mal gucken, was wir davon benutzen können. So, raus, disconnecten, gehen wir da mal raus. So, und hier mal zu unserem, wo war denn das, war das hier drin? Achso, das ist Upload-Geschichte, hier so. Verzeichnis ansehen, wo waren das, die Bin, ne? Home, da sind wir hier, warte mal auf. Encrypt. Ne, wie war denn das jetzt? Der Abschluss vom Drehbuch, hast du nicht gesehen? Echt Klavierstück, bla bla bla. Gebt das nicht ein Programm dafür? Weißt du was? Ich muss mir das nochmal ansehen. Pass mal auf. Ich habe dir eine Kopie auf dem Cross-Server, eine ungesicherte Server für den Austausch zwischen den Mitgliedern geladen. Schaut nach Encrypt Source. DRC. Ist übrigens hier, vielleicht wirst du. Aha. Was haben wir denn jetzt hier? So, wie heißt das Ding? Encrypt Source Dick. Verzeichnis ansehen. So, Home.
Das Ding, müssen wir das runterladen? Ich mach das mal. So. So, wenn ich das jetzt ausführe. Nein, das geht nicht. Alter, nun bin ich aufgeschmissen. Wie machen wir denn das? Wie kommen wir denn da rein? Aha, so, wir suchen das Verzeichnis von Solution Web. So. Web. Index HTML. Ist da irgendwas drin, ne? OS-Config hast du nicht gesehen. Bin-Datei ist leer. Ja gut, das sind wir. Readme-Text. Haha. Ja, das ist klar. Warte mal, pass mal auf. Was gibt es noch? Warte mal. Scan. Da haben wir noch einen zweiten Server gefunden. Lalala. Angeschissen, alter Freund. So willst du mit mir umgehen? Bestimmt nicht, mein Bruder. So. Dann gehen wir mal dahin. So, mal schauen hier. Ob wir da 5 Ports wird benötigt. Ach Gott. FTP Bouncer 21. Mach auf. Webworm 25. Weiß nicht, gehen beide? Geht nicht. Ach nee, das ist ja 80. Ach, warum sagt das keiner? Webworm 80. Da ist er. Zack. So, das ist 22. Wupp. SM Powerflow 25. So, der läuft auch. Und der SQ Name Blackdown 1433. Passt nicht, ne? So viel Luft haben wir nicht. So. Zack. Jetzt kommt der noch. Ah, Mist. Der war nicht fertig. 1433. So, jetzt aber. Und der Port natürlich, damit wir reinkommen. Aber ich habe das Gefühl, wir kriegen noch richtig Ärger hier. Irgendwas passiert hier noch. Oh. Ich habe das Gefühl, wir kriegen uns noch richtig. Wir kriegen noch irgendwie Ärger. So, pass mal auf. Zeichen ansehen. Stuff. Was haben wir hier? Home. Encrypt. Das sind die. In der Bin ist da was drin. Ach, nichts drin. Stuff. Locket. Haben wir irgendwas irgendwo drauf? Ich bin den Code, den uns die Abfallentwickler noch einmal gründlich durchgegangen ist. Ist, wie soll ich sagen, unsicher. In dem Anfrage hast du nicht gesehen. Angesteckten Ausmaß. Ich habe schnell ein kleines Programm geschrieben, um das zu demonstrieren. Du solltest das Programm und vermutlich auch dieses Memo so früh es geht löschen. Um das Programm zu starten, tippe hier einfach in die Kommandozeile decrypt Dateiname. Oder wenn die Datei mit einem Passwort verschlüsselt ist, Decryptor. Vielleicht kommst du lieber. Alter Schwede, Mensch. Alter, ne? Decryptor. So, pass mal, wo hat das Programm hingeschmissen? Wo hat er das hingeknallt? Decryptor. Nee, da ist es nicht. Memo-Text hast du nicht gesehen. Wo hat er das hingeschmissen? Da ist es auch nicht. Okay. Hallo, das hast du nicht gesehen. Okay. Pass mal auf, geht gleich weiter. So, wo finden wir es denn? Wo finden wir es denn? Pass mal auf, was haben wir hier? Da ist auch noch nichts. Wo ist diese blöde Datei geblieben? Police. Welche Datei mit der. Kann ich mir vorsichtig genug sein. Ah klar. Scott. Decrypt. Oh Gott. Re Decrypt Memo. Ja klar, ich kann das ja nicht lesen. Logisch, das ist ja wieder für den Eimer. Wo ist dieses. Da ist Decrypt Excel. Da ist sie. Wir haben sie gefunden. Alter. So, SCP.
Decryptor, den werden wir runterladen. So. Super. Und was, wenn ein WDC-Datei zu entschlüsseln? Entschlüssel die Datei auf dem Crossroad-Server. Pass mal auf. Wir wollen aber einfach mal hier was probieren. Wo war das hier? Da. Personal Notes. Da ist es nämlich hier. Das wollen wir mal testen hier. Pass mal auf. Decryptor. Und jetzt geht's los. Personal hast du nicht gesehen. Bob. Abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Gleich können wir sie sehen. Fehler. Die braucht ein Passwort. Ach du große Neune. Okay. Launch Response. Versuchen wir das mal hier. Decryptor. Staff Memo. Staff Memo Text. Versuchen wir das mal. Vielleicht klappt das. Ist ein Passwort drin. Abgeschlossen. Fehler. Da ist ein Textdatei, du Knaller. Oh Gott. Naja, egal. Wir gehen jetzt raus hier. Wir haben auf jeden Fall das Programm. So. Das Ding löschen wir. Wir haben einen Decryptor. Ich drehe durch. Ich verliere noch den Überblick. Ich verliere den Überblick. Was wir alles haben, was wir nicht haben. Alter Schwede. So, wir machen uns jetzt gleich mal aus dem Staub. So, raus, weg, tschüss. So, pass mal auf. Wir wollen hier auf dem, da wo wir nämlich den Verzeichnis ansehen. Home. Da sind nämlich die Equip-Tours. Die können wir nämlich nicht ansehen. So. Versuchen wir das mal. Vielleicht klappt das ja. Decryptor und Encryptor Source. Vielleicht klappt das ja. Abgeschlossen. Decode. Bin mal gespannt, ob wir das lesen können. So, das ist das hier, oder was? Aha. Das ist eine CS-Datei. Oder wie sieht das aus? Die können wir sowieso nicht lesen. Alles klar. Pass mal auf. Die Sachen. Entschlüssel die Datei auf dem Crossroad-Server. Welche denn, mein Freund? Welche davon möchtest du denn gerne wissen? Und das ist ein DEC. Pass mal auf. Die bestimmt nicht. Bin-Datei ist leer. Okay, das muss ja hier irgendwas sein. Unter dem Netzwerk von DSC Solution. Finde einen Weg, die Hand zu holen. Entschlüssele die Datei auf dem. Pass mal auf, wir müssen mal gucken, welche Datei es ist. Ich weiß jetzt nicht, welche Datei es war. Welche Datei möchtest du gerne entschlüsselt haben? Mhm. Ich habe eine Kopie auf dem Crossroad-Server, deine ungesicherte. Schau nach Encrypt Source Dig. Aha, Encrypt Source, alles klar. Die müssen wir finden. Pass mal auf, die haben wir doch gefunden. Logout. So, pass mal auf, nein, E-Mail-Server nicht. Wo war die jetzt? Da war die. Encrypt Source, da ist sie doch. Die, genau diese Geschichte hier. Die werden wir mal downloaden. Pass mal auf, Encrypt Source, ZIP, SCP, Encrypt Source.cs, ne? So, die laden wir mal runter. Komplett. Wollen wir das hier mal löschen? Encrypt Source.cs, die wollen wir mal löschen. So, die ist weg und natürlich unser Log wollen wir auch löschen. Sternchen hast du nicht gesehen? So, die löschen wir auch nochmal. So, jetzt wollen wir uns hier mal virtualisieren und da mich hinmachen. Uploads. So, LS-Liste. Was? Was ist das denn? Ich bin unterbrochen. Weißt du was? Wieso? Geh mal darauf. Pass mal auf. Erstmal unser System. So, pass mal auf. Liste. Was haben wir denn in Home? Ist das in Home drin, ne? Irgendwas? Encrypt. DEC, hast du nicht gesehen? Oh Gott, das sind ja so viel Mist hier drin. Ne? Encrypt Source, die wollen wir hochladen. So, gehen wir da mal hin.
Pfad angeben. Liegen in Home oder in Home. Achso, genau. Pass mal auf. Upload. Und jetzt Dateiname ist Home, ne? Und wie heißt die Datei noch? Wie ist die blöde Datei noch? Pass mal auf, irgendwo habe ich das hier gesehen. Da ist sie. Encrypt. Encrypt Source CS. So, die wollen wir haben. Upload komplett. So, ich hoffe, das ist die richtige jetzt. Jetzt kommt nämlich drauf an. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir auch wirklich da sind. Okay, pass mal auf. Gehen wir mal hier raus. Disconnecten. Schauen wir mal nach, was die Panzerknacker sagen. Antworten. Senden. Huh. Absolut. Das ist ja... Ne? Die haben es geschafft, sozusagen. Auftrag abgeschlossen. Rang 70 von 100. Alter Schwede, super. Mensch, das war wieder super klasse. Meine Güte, Freunde. Ich sage mal, Mensch, schon wieder ist die Zeit durch. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Also, wir haben hier wirklich noch einen ganzen Berg zu tun. Also, ich sehe das schon kommen. Also, es wird noch eine größere Sitzung hier. Und es wird immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, da irgendwelche Sachen zu finden. Aber das ist gerade der Reiz dabei. Das finde ich total irre. Also, wirklich wahr. Finde ich absolut Hammer. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, wenn es so gefallen hat, in der nächsten Folge bin ich wieder dabei bei Hacknet. Bis dahin, ich sage ciao, ciao.